Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Ja, und wir müssen uns als nächstes auf die Suche machen nach dem weißen Uhu, der, schon letzte Folge zu sehen war, zumindest glauben wir ja, dass er es war. Und Sickleworth hat ja eine Feder von ihm in der Hand, die sich im Endeffekt als Notiz herausgestellt hat, wo mir gedroht wurde, dass einer meiner Freunde noch im Ende des Jahres sterben wird. Und ich hoffe ja wirklich inständig, dass es Ben oder Rowan sein wird. Also, ich drücke ganz fest die Daumen. Aber bei allen anderen wäre das halt schon mehr oder weniger ein Drama. Und deswegen, glaube ich, wäre es doch schon ganz gut, sich darum zu kümmern, dass eben niemand stirbt. Ja, genau. Und deswegen suchen wir jetzt den weißen Uhu. Und wir nehmen natürlich Tonks mit, weil sie mit ihrer Metamorph-Magus-Fähigkeit uns da sehr gut weiterhelfen kann. Nach dem weißen Uhu suchen. Komm zum Bahnhof Hogsmeade, sobald du kannst. Wir haben uns viel zu erzählen. Ja, Leute, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren und los geht's. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier waren wir noch gar nicht, oder? Ich muss jetzt mal gerade kurz zurückdenken, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Aber ich meine, wir waren selber noch nicht am Bahnhof Hogsmeade, was dementsprechend eine sehr coole Sache ist, um sich das mal anzuschauen. Also Leute, damit wird wahrscheinlich auch Let's Build Hogsmeade anfangen, wenn dieses Projekt dann mal stattfindet, was sehr wahrscheinlich auch sein wird. Also nicht sehr wahrscheinlich, sondern 100%, die Frage ist nur wann. Und ja, da werden wir wahrscheinlich auch mit dem Bahnhof anfangen. Und der besteht hier aus einem riesigen Gebäude oder einem großen Gebäude und halt den Gleisen. Und hier stehen Koffer rum, die anscheinend niemandem gehören. Also wenn bei uns in irgendeinem Bahnhof oder am Flughafen random Koffer in der Menge rumstehen würden und sie anscheinend niemandem gehören, da wäre echt die Post los, Leute. Deswegen wieder ein weiser Tipp von mir an dieser Stelle. Lasst euer Gepäckstück nicht unbeaufsichtigt an Bahnhöfen oder Flughäfen stehen. Dankeschön. So, gut, das wissen die hier alle nicht, weil, keine Ahnung warum. Und deswegen, ja, hallo, liebe Schülerin. Ich kann es kaum erwarten, bis das Jahr vorüber ist und ich in mein sicheres Zuhause fahren kann. Also, in Anbetracht dessen, dass Hagrid einige Jahre später sagt, dass Hogwarts der sicherste Ort der Welt ist, ist das schon echt eine sehr bezeichnende Aussage. Ich habe versucht, mich von Hogwarts fernzuhalten, seitdem die versteinerten Schüler gefunden wurden. Okay. Ja, also Hogwarts ist definitiv nicht mehr ganz so sicher. So, und wer ist das? Da hinten ist das Pippa? Nee. Habe ich den Zug verpasst? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hallo Tonks, was geht? Danke, dass du gekommen bist, Tonks, und das klingt falsch. Hey Daniel, danke für die Einladung. Sehr passend, dass wir uns hier treffen, wo uns der Hogwarts-Express zum Schuljahresbeginn absetzt. Schließlich haben wir uns seitdem kaum außerhalb des Unterrichts unterhalten. Tut mir leid, Tonks. Ich hatte so viel zu tun mit Penny hinterher gaffen, dann sauer auf sie sein, weil sie für Cedric irgendwie abfährt und dann hatte ich Chiara noch und Borf und diese komische Feder und dann soll noch so ein Freund von mir sterben. Es tut mir leid. Ich war sehr beschäftigt damit, meinen Bruder und das letzte verwunschene Verlies zu suchen und Rakepick aufzuhalten. Ach ja, das kommt auch noch oben drauf. Das stimmt wohl. Ich habe mich schon gefragt, wann du mit Mad-Eye Moody auf Nimmerwiedersehen verschwindest. Apropos, tut mir leid, Tonks, aber wie gesagt, ich musste schwören, alles geheim zu halten. Es war ein Versuch wert, aber ehrlich gesagt freut es mich schon, überhaupt Zeit mit dir zu verbringen. Die Leute versuchen nur, sich vor dem Statuenfluch zu verstecken, ganz besonders seitdem ein weiterer Schüler betroffen ist. Du scheinst einer der wenigen Personen zu sein, die keine Angst vor dem Statuenfluch haben, Tonks. Das habe ich nie gesagt. Ich dachte mir nur, dass Hogwarts eine positive Einstellung gebrauchen könnte. Was ist mit dir, Daniel? Hast du Angst vor dem Statuenfluch? Ich habe Angst? Ich habe natürlich... Ich doch nicht, Leute. Ich habe doch keine Angst, ey. Ich habe keine Angst vor dem Statuenfluch. Genau, weil ich krass bin, Leute. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich so viele Probleme habe, dass für die Angst kein Platz bleibt. Ja genau, Daniel, stell dich als der Typ vor, der am meisten Probleme hat. Ich meine, die anderen Hogwarts-Schüler haben bestimmt null Probleme in ihrem Leben. Die haben bestimmt alle ein ganz tolles Leben. Ja, Daniel, du bist ein egoistisches Arschloch. Trotzdem ist es gut zu sehen, dass du keine Angst hast. Damit machst du es uns leichter. Warum wolltest du dich also ausgerechnet hier treffen? Hätten wir bei Zonko im Honigtopf oder sogar bei Besenknecht Sonntagsstart nicht mehr Spaß haben können? Ja, aber in den ersten beiden Fällen waren wir schon so oft drin, dass das langweilig ist, Tonks.
Und die Macher haben sich jetzt so viel Mühe gegeben mit der Animation dieser Kulisse, da muss man das auch mal wertschätzen, oder wie meinst du das? Vielleicht, aber anscheinend ist es hier einer der besten Orte, um einen weißen Uhu zu finden. Liz meinte, dass die Eulen den Schatten hier mögen. Wer hätte das gedacht? Warum suchen wir nach einem weißen Uhu? Ich glaube, dass der Besitzer des Uhu eine Botschaft geschrieben hat, in der meine Freunde bedroht wurden. Oh. Was für eine Drohung! Oh. Ich scheine mehr verpasst zu haben, als ich dachte. Du solltest ganz von vorne anfangen, Daniel. Das hört sich ganz doll nach einer 8-Stunden-Aufgabe an, Leute. Weil ganz von vorne anfangen ist bestimmt schon ein Hinweis darauf. Zunächst ist mein Bruder vor mir und Merula in der Nocturngasse appariert. Du hast deinen Bruder wiedergefunden? Das ist super! Nicht wirklich. Er war nur dort, um uns davor zu warnen, dass ein Attentäter hinter uns her ist. Ein Attentäter? Himmel, Daniel! Du bist ein Sechsklässler und nicht bei der Strafverfolgungspatrouille! Bevor ich diese Neuigkeiten verarbeiten konnte, ist Sicklewolf mit einer weißen Feder im Mund an mir vorbeigerannt. Ich habe Rakepig Sniffler schon ewig nicht mehr gesehen. Was treibt er so? Das habe ich mich auch gefragt. Deshalb bin ich ihm gefolgt, um zu sehen, ob er mich zu Rakepig führt. Aber anstelle von Rakepig hat mich Sicklewolf zu meinem Bruder geführt. Moment mal, es kommt mir jetzt verdächtig vor. Dort habe ich erfahren, dass die weiße Feder in Wirklichkeit ein weißer Federkiel ist. Was ein drastischer Unterschied ist. Das kann man nicht miteinander verwechseln. Darin war eine Nachricht, in der stand, dass ich jemanden das Leben eines Freundes schulde und dass diese Schuld eingetrieben wird. So wie ein Pfandleier, oder, nicht ein Pfandleier, wie ein Typ, der halt, Sachen eintreibt, wenn man Schulden hat. Ein Schuldeneintreiber, genau. Ein Freund, zum Beispiel ein Metamorph-Magus-Freund? Durchaus möglich, ich würde mir keine Sorgen machen. Ja, durchaus möglich. Warte mal. Soll ich ihr jetzt Angst machen, oder? Ich mache ihr einfach mal Angst, Leute. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt so ein Interesse dran habe. Aber wenn sie schon so tough ist, dann soll sie sich mal beweisen. Das ist möglich. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn es nicht stimmt. Danke für die offene Warnung, Daniel. Ich werde mich in Acht nehmen. Oh, sie ist doch ziemlich tough, ja, muss man sagen. Jedenfalls zeugt mein Bruder jetzt Sicklewolf und ich suche den Uhu, aus dessen Gefieder der weiße Federkiel stammt. Wenn ich den Uhu finde, führt er mich vielleicht zu der Person, die die Nachricht geschrieben hat. Oh. Himmel, Daniel, kein Wunder, dass du nicht auffindbar warst. Ich weiß, dass du dir etwas mehr Spaß erhofft hattest, aber ich vermute, dass der Uhu hier beim Bahnhof ist und... Sei still, ich helfe dir gerne dabei, nach dem Uhu zu suchen. Oh, das ist so nett, Tongs. Wir sind Freunde fürs Leben. Freunde für immer. Klub. Yay. So, Leute. Habe ich recht oder habe ich recht? Oh, 3 Stunden. Naja, da hatte ich nicht recht, aber... Ja, ist okay. Kann man machen. Gut, dann wollen wir mal. Also, ganz ehrlich, Leute. Ich sehe hier weder Schatten noch Uhus. Also, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Wer hat mir das nochmal... Ach ja, Liz, genau. Vielleicht hat Liz mich auch einfach reinlegen wollen. Vielleicht ist Liz ja eine Komplizin von Madame Rakepig und will mich hier vor einen Zug schmeißen. Was man, by the way, nicht tun sollte, Leute, weil das ist illegal. Aber, ja, das, also ich sehe ja keinen Schatten und auch keine Uhus, Leute. Sagt mir was anderes. Also, seht ihr welche? Ich meine, ich kann auch die Kamera immer so ein bisschen bewegen. Da sind zwar ein paar Schüler, die aussehen wie Uhus, aber... Nicht so richtig, glaube ich. Nö, hier... Was ist denn das da oben auf dem Dach? Ich dachte gerade, das wäre Uhu Kaka, aber doch, das ist, glaube ich, Uhu Kaka. Die weißen Punkte. Also, ich sehe das immer auf meinem Auto. Da ist auch immer Kaka drauf von Vögeln und... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Uhus sind. Und ich weiß auch nicht, ob Uhus die gleiche Kaka wie normale Vögel machen, aber... Ich sollte weiterspielen. So, besprechen, dann nochmal die Lampe antippen, weil ich glaube, die ist da unten kaputt und das sollte mal jemand reparieren. Filch, kommst du mal bitte eben? Weil guckt, Leute, da, hier ist so ein Teil, da ist so ein Teil, aber hier ist kein Teil. Ich glaube, die ist kaputt. Ich glaube, die ist hinüber. Die hat das Seitliche gesegnet. Und jetzt frage ich mich echt, wem die Koffer gehören. Das ist ja, also, klar, es sollen Dekoartikel sein, Leute, aber wenn man es mal ein ganz kleines bisschen realistisch betrachten will, dann macht das zu null Sinn.
Oder habt ihr eine Erklärung für diese ganzen Koffer hier? Also abgesehen davon, dass wir hier am Bahnhof sind, aber ich meine, die haben keinen Besitzer. Die sind da gestapelt, wie blöd. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie da gesammelt werden und dass am Ende alle auf einmal irgendwie in die Gemeinschaftsräume gezaubert werden. Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber ist irgendwie auch abwegig. So, nochmal 50 Münzen, Dankeschön, Spiel. Wenn ich noch länger in den Himmel schaue, renke ich mir den Hals aus. Ich hatte wirklich gehofft, wir würden den weißen Uhu hier finden. Er könnte überall sein. Was soll ich jetzt tun? Das klingt, als könntest du eine Pause gebrauchen. Wie wäre es mit dem Ausflug zu Zonko, den ich vorgeschlagen hatte? Nein, bitte sag nein, Daniel. Ich will nicht schon wieder irgendwas mit Scherzen machen. Es ist wahr, dass ich in letzter Zeit nicht gerade viel Spaß hatte. Doch, Daniel, du hattest im 5. Schuljahr genug Spaß für dein ganzes Leben. Hör bitte auf, keine weiteren Scherze mehr. Und was ist mit der Suche nach dem weißen Uhu? Genau, Daniel, eine berechtigte Frage. Komm schon, eine kleine Pause schadet nicht und danach fühlst du dich bestimmt besser. In Ordnung, Tongs, lass uns gehen. Das wirst du nicht bereuen, Daniel. Das will ich hoffen. Ich habe das Gefühl, dass ein Ausflug zu Zonko genau das Richtige für dich ist. Ja. Oh, wehe, die machen jetzt irgendwas wieder mit Scherzen, ey. Dann weine ich, Leute. Und ich meine, weinen wirklich wörtlich. Zonko besuchen, lass uns zu Zonko gehen. Wir wollen schließlich keinen spannenden Moment verpassen. Ja, wollen wir auch nicht. Wir gucken jetzt gerade nochmal auf die Aufgabenliste. Und ja, wir sind jetzt gerade zeitlich eigentlich ganz gut dabei. Die Frage ist, wir müssen noch Zaubertränke auf Käse... Was? Zaubertränke auf Käsebasis? Okay, ja, wollen wir das noch eben vorher machen, Leute? Nee, wir machen das nächste Folge. Wir machen jetzt erstmal das mit Zonko, damit wir das hinter uns haben. Los geht's. Ich weiß, dass du mit mir über ernste Themen reden wolltest, aber glaub mir, diese Pause ist genau das Richtige für... Das hast du vorhin schon gesagt, Tongs. Ich glaub's dir langsam wirklich. Also, du brauchst mir das nicht tausendmal sagen, damit ich's glaube. Niemand verlässt Zonko ohne ein Lächeln im... Ich hatte letztes Jahr definitiv mehr als einmal kein Lächeln auf dem Gesicht, als ich hier drin war. Ich mache mir eher Sorgen darüber, ob wir Zonko in einem Stück verlassen werden. Okay. Bilton, was geht hier vor sich? Sie haben schon wieder aus Versehen fangzähnige Frisbees freigelassen, oder etwa nicht? Nö, die sehen nicht freigelassen aus, Daniel. Auf überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe absichtlich fangzähnige Frisbees freigelassen. Warum? Achso, das sag ich. Warum? Sie wussten genau, was passieren würde. Ich dachte es mir, aber damals war es noch das Problem des Biltons in der Zukunft. Leider ist das Geschäft in letzter Zeit etwas eingeschlafen. Die Schüler in Hogwarts scheinen sich mehr Gedanken über Flüche zu machen, als über Streiche, die sie den Hausmeister spielen können. Daher wollte ich einen Trick vorführen, um Kunden anzulocken. Und hier seid ihr. Es hat voll seine Vorteile, beinahe in Stücke gerissen zu werden. Tut mir leid, Daniel. Das war nicht die Ablenkung, die mir vorschwebte, als ich schon einer Pause von der Suche nach dem weißen Uhu vorgeschlagen habe. Ihr sucht nach einem weißen Uhu? Haben Sie einen gesehen? Ja, ich würde euch gerne alles erzählen, aber ich bin im Moment etwas, naja, beschäftigt. Keine Sorge, Bilton, wir werden es diesen fangzähnigen Frisbees zeigen. Avada Kedavra! Crucio, ach, das darf ich nicht. Scheiße, da kommen die Dementoren, ich muss weg. Ausgezeichnet, nicht vergessen. Die kleinste Bewegung reicht aus, um sie wieder zu aktivieren. Aha. Was natürlich keine gute Idee ist, wenn ihr euren Kopf gerne auf den Schultern behalten möchtet. Ihr solltet sie beobachten und die richtige Reihenfolge finden, bevor ihr sie angreift. Oh ne, das wird jetzt so eine Quidditch-Geschichte, Leute, ich sag's euch. Okidoki. Ne, Moment mal, das wird keine Quidditch-Geschichte, das wäre nämlich zu einfach. Ihr kriegt das Spiel ja keine Energiepunkte von mir. Naja, also dann doch nicht. Ja, wie ich sagte, 3 Stunden, los geht's.
Das hätte mich jetzt auch massiv gewundert, weil ich gerade dachte, wegen der Reihenfolge, dass die Aufgabe jetzt so sein wird, dass ich, wie wenn ich mich konzentrieren muss beim Quidditch, also dann halt den Ball so in dieses Zielfenster schieben muss, und zwar in der richtigen Reihenfolge. Das wäre mal eine coole andere Art, eine Mission zu erledigen, ohne Energie. Aber wie schon gesagt, das Spiel will, dass ich Energie ausgebe. Und ja, genau. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Dafür ist es nur eine 3-Stunden-Aufgabe und das ist wieder besser als eine 8-Stunden-Aufgabe. Habt ihr fast erwartet oder gedacht, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht. So, trösten nochmal. Warum überhaupt trösten? Ich meine, der hat es selber verbockt und irgendwie heult er gar nicht, aber naja. So, unterhalten. Und ich bin gespannt, ob er danach wirklich sagt, wo der weiße Uhu steckt und ob es auch der richtige ist. Aber wir wissen ja, dass die Leute, die gerne Streiche spielen, immer so ein bisschen, naja, vielleicht färbt Peeves auch einfach zu sehr ab. Aber ich hoffe, der kommt jetzt nicht mehr vor. Wenn ich jetzt zu Peeves gehen muss, um zu fragen, ob der weiße Uhu irgendwie bei ihm war, dann kriege ich so die Krise, Leute. Wirklich den. Und zwar mit meinen bloßen Händen. Und ich weiß, dass es nicht geht, aber ich werde es trotzdem versuchen. So, nachdenken nochmal, unterhalten und jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, die 5 gehen auf jeden Fall noch. So. Ja, 2 oder 3 würde ich sagen. Nee, nicht die 5. Ja, der eine müssen wir jetzt leider nehmen. Ja, toll. Wir hätten auch die 5 nehmen können. Macht keinen großen Unterschied. Manchmal ist das Spiel richtig gemein, muss man mal so sagen. So, dafür nochmal 50 Münzen. Danke, Milton. Okay, ich glaube, ich kenne die richtige Reihenfolge, um die fangzinnigen Frisbees abzuschießen. Hoffentlich. Passen Sie auf Ihren Kopf auf, Milton. Wird schon schief gehen. Ein letzter fangzähniger Frisbee, ein Kinderspiel. Oh, Bombarda, ja, ist wahrscheinlich der beste Zauber dafür. Das Ding wird jetzt erstmal in der Luft zerrissen. Bombarda! Jetzt sind sie in Sicherheit, Milton. Danke, meine Freunde, das war wirklich knapp. Also, was meintet ihr, wonach ihr sucht? Ein weißer Uhu. Komisch, ich könnte schwören, dass ihr vorhin nach einem Umhang gesucht habt, der eure Figur betont. Oh, wartet, danach habe ich gesucht. Dann haben sie also keinen weißen Uhu gesehen? Was habe ich euch gerade vorhin in der Aufgabe erzählt, Leute? Was habe ich euch... Ich wusste es, Mann, es ist immer dasselbe mit diesen... Ich habe in meinem Leben vieles gesehen... okay, aber was ist mit dem weißen Uhu? Er ist wirklich wichtig, dass ich ihn... es ist wirklich wichtig, dass ich ihn finde. Wenn ich etwas vermisse, dann suche ich immer zuerst an dem Ort, an dem ich zuletzt suchen würde. Macht irgendwie keinen Sinn. Sie meinen also, ich sollte an dem Ort nachsehen, an dem ich einen Uhu zuletzt vermuten würde? Wo wären das? Leute, schreibt mir in die Kommentare, was glaubt ihr? Was wäre das für ein Ort? Also, das Akromantula-Nest vielleicht? Das Zentaurenlager vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn auf diese alberne Idee? Aber ihr könntet euer Glück im Wirtshaus Eberkopf versuchen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ich erinnere mich, dort einmal einen weißen Uhu gesehen zu haben, als ich dort zu tief ins Glas geschaut hatte. Es muss aber gestimmt haben, weil einer ihrer Federn in einen Krug gelandet ist und als ich ein neues Glas erlangt hatte, hat Aberforth... Danke, Milton, das reicht mir schon. Tut mir leid, dass wir schon weiter müssen, aber Milton hat einen weißen Uhu im Wirtshaus Eberkopf gesehen und ich muss dorthin gehen. So leicht wirst du mich nicht los, Daniel. Wenn du zum Wirtshaus Eberkopf gehst, dann komme ich mit. Aber vielleicht ist es dort nicht sicher. Genau, was für ein Freund würde dich alleine an so einen zwielichtigen Ort gehen lassen. Außerdem kann ich die Übung gebrauchen, wenn ich Aurum werden möchte. Das ist kein gewöhnlicher Ausflug, aber dann gehen wir wohl zum Wirtshaus Eberkopf. Ja, dann machen wir das mal, Leute. Allerdings erst, genau, in der nächsten Folge, weil diese Aufgabe auch wieder Zeit beansprucht. Irgendwie gefällt den Machern das mittlerweile, dass jede Aufgabe so viel Zeit beansprucht. Mit Aberforth sprechen. Du möchtest jetzt gerade nicht zum Wirtshaus Eberkopf gehen, glaub mir.
Okay. Ja, das ist doch mal ein netter Cliffhanger an dieser Stelle, Leute. Also werden wir in der nächsten Folge dieses Kapitel komplett abschließen und mal sehen, was das Finale von diesem Kapitel bereithält und was Aberforth meinte mit, dass wir nicht in sein Wirtshaus gehen wollen und ihm glauben sollen, dass es auch wirklich so ist. Also irgendwas scheint da ziemlich in die Hose gegangen zu sein und was das sein wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns wieder am, heute ist Mittwoch, ne? Am Freitag um 16 Uhr. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.